wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen Abend. Schön, dass Sie da sind. Willkommen beim Humorlabor. Mein Name ist Florian Strohriegel. Ich habe die Ehre, muss ich heute sagen, Sie ein bisschen durch den Abend zu führen. Also sprich halt die Witze zu erklären, die Sie nicht verstanden haben. Sie können auch in der Pause nachher zu mir kommen und fragen, Flo, was hat der gemeint? Dann werde ich wahrscheinlich sagen, ich weiß es auch nicht, ich habe es auch nicht gecheckt. Aber es ist wurscht, wir kommunizieren ein bisschen, lernen Leute kennen. Ich freue mich, Sie freuen sich. Hast aber im Grunde, ich habe nicht viel mehr Ahnung, was heute auf Sie, auf mich, auf uns zukommt, wie Sie. Genau, weil wer war denn schon mal beim Humorlabor? Wissen Sie, wie das funktioniert? Fragen wir mal so, wer war noch nie hier? Wer ist zum ersten Mal beim Humorlabor? Hand hoch, ganz ehrlich. Wow, das sind sehr viele, das ist die Hälfte. Das ist fast die Hälfte, würde ich schätzen. Gut, dann erkläre ich es kurz. Also beim Humorlabor erwartet Sie ein, ich sag mal, Potpourri von Künstlern und Künstlerinnen, Kabarettistinnen, Kabarettisten, Comedians. Ganz gemischt aus verschiedenen Niveaus, normalerweise nicht so heute. Heute erwartet Sie kein Studentenfutter, nein, ich würde sagen die Assaulted Nuts der Comedy, quasi der Lindkalender des Kabarets. Ja, es weihnachtet schon ein bisschen, man merkt es. An die, die noch nie da waren, wie sind Sie hergekommen? Gut. Ja, nachdem humormäßig für jeden Geschmack was dabei ist, heißt das natürlich umgekehrt auch, dass für jeden Humor jemand im Publikum sitzt. Ich habe nicht gemeint mit jetzt Auto, U-Bahn, O-Bus, sondern, wie formuliere ich das? Was war Ihre intrinsische Motivation, sich zu dieser Veranstaltung zu begeben? Ja. Eingeladen worden. Also Sitznachbar hat sie mitgenommen. Der Klassiker. Irgendwer hat gesagt, kommst mit, das kann man sich eigentlich anschauen. Außerdem ist wer ausgefallen und ich will nicht allein hingehen. Genau, sehr gut. Weil ich jetzt schon gesagt habe, U-Bahn, Frage, wer war bei der Abstimmung, Volksbefragung, U-Bahn, Hand hoch. Ich frage eh nicht, wie sie abgestimmt haben, Wahlgeheimnis, aber wer war dort? Ich sehe, oh, 4 Hände, das ist 2%. Schwach. Ich bin hingegangen, hingefahren. Achso, ja. Na, dann fühlt sich nicht. Genau. Fühlt sich nicht angegriffen von mir. Ich bin abgestimmt gegangen, also hingefahren, ich bin mit dem Bus gefahren und dann bin ich 2 Stunden im Stau gestanden. Ist sie nicht ausgegangen. Ja, auch blöd. Es ist jetzt ein bisschen Insider-Talk. Wer ist nicht aus Salzburg? Wer ist nicht aus Salzburg? Doch einige, ja genau. Weil das ist jetzt ein bisschen City-Talk für euch zur Erklärung. Ja. Man überlegt, in Salzburger U-Bahn zu bauen, da hat es eine Abstimmung gegeben. 23% haben abgestimmt, 40% circa waren für Ja. Wenn man sich das durchrechnet, 40% von 23%, das sind 10% der Salzburgerinnen und Salzburger sind für die U-Bahn. Und ich bin wirklich sehr froh, dass diese Abstimmung keine politische Handlungsanweisung ist, weil man neigt ja in Salzburg zu Kompromissen. Und ich sage mal, ja, 10% der U-Bahn, das ist die erste Station. Das wäre Hauptbahnhof Mirabellplatz. Und für die, die jetzt nicht aus Salzburg sind, schließen Sie die Augen, lassen Sie sich auf eine kurze Reise mitnehmen. Stellen Sie sich vor, Sie stehen am Hauptbahnhof auf dem Bussteig. Sie stolpern dort über Ihre Schuhbänder, fallen versehentlich in einen O-Bus, knien sich dorthin, binden sich die Schuhbänder, stehen auf, steigen aus. Sind Sie zu 90% am Mirabellplatz gelandet? Ja, weil generell, wenn Sie ein bisschen zu heftig stolpern, sind Sie eigentlich schon fast dort. Wenn sie gebaut werden würde, die U-Bahn, und Sie gehen runter zur U-Bahn, ja, und Sie wollen einsteigen, aber der erste Waggon ist schon voll, Sie gehen ein paar Türen weiter, dann sind Sie schon unterm Kiesel.
hat natürlich den Vorteil, wenn die U-Bahn mal ausfällt, ist es eigentlich wurscht. Ja? Also man könnte sie auch im Grunde einfach stehen lassen, die Öko-Variante, sie steigen ein, sie steigen aus, nehmen aber einen anderen Aufgang. Ja, also nicht Richtung Hauptbahnhof, sondern halt Richtung Mirabellplatz. Ja? Grünen könnten das gut verkaufen mit so einem Slogan wie Fußwege erlebbar machen, mit dem Klimaticket gratis auch. Ja, also überhaupt kein Problem eigentlich. Ja, für die ÖVP reicht es nicht aus, da muss noch ein bisschen Geld und Technik raufgeschmissen werden. Kein Problem, sie steigen in die U-Bahn ein, ja, die Fenster sind getönt, heißt es. Und dann rüttelt es sie so ein bisschen durch und währenddessen wechseln draußen die Schilder. Kann man auch machen. Ja. Bewegung im Stillstand, unsere Stadt. Ja. Fände ich einen guten Slogan dazu. Gut, so viel dazu. Mit dem Auto angereist ist heute unser erster Gast. Er ist relativ erfolgreich und bekannt geworden durch TikTok und das, obwohl er über 14 ist. TikTok, falls Sie es nicht kennen, ist eine Plattform hauptsächlich für Challenges, wer am schnellsten ins Krankenhaus kommt oder eben in seinem Fall ins Humorlabor. Ja, den Vergleich lasse ich jetzt so stehen, will ich nicht kommentieren. Sein Sohn sagt über ihn, das ist Opa-Humor. Gerüchte besagen, pflückst du ihm ein Heidelbärchen, wachsen dem Hugo Haare. Ja. Und ja, er spielt aus seinem Programm Was frage ich auch so blöd? Darin beantwortet er unzählige ungestellte Fragen. Begrüßen Sie mit mir Heidelbär Hugo. Ich hoffe, ich habe es nachher keinen Termin mehr, ich bin nicht so schnell. Ich brauche ein bisschen länger, ich bin ganz hinten gesessen. Ja, also hier bin ich, die Lindor-Kugel aus dem Adventkalender heute für euch. Hoffe, gefreut euch. Ich habe diverse Geschichten mitgebracht, möchte gleich anfangen mit der ersten. Bin das erste Mal in Salzburg und ich war als Kind früher in Wien mit meiner Mutter, wo ich aufgewachsen bin, sehr oft Hosen kaufen, weil ich so schnell gewachsen bin. Also in alle Richtungen, Sie können ruhig lachen, ich habe 15 Jahre Psychotherapie gemacht, also ich bin darüber hinweg, ich kann heute einen Spiegel habe ich auch, also es passt alles. Ja, und das ist immer nach demselben Schema abgelaufen. Meine Mutter, immer am Samstagvormittag, hat mich genommen, ins Auto gesteckt, Türen zu, Chick an, das waren die 90er, weil meine Mutter war überzeugt, dass ich genug Frischluft hinten habe in mein Asthma-Spray. War dann auch so, also ich bin heute Asthmatiker, ich weiß nicht, ob das zusammenhängt, aber ja. Es ist dann Folgendes passiert, wir sind am Samstagvormittag dann immer in die Shopping City Süd gefahren, das ist sowas wie bei euch der Europark, habe ich mir sagen lassen. Also da gibt es ganz viel Auswahl, ganz viele Geschäfte und wir sind immer nur gefahren, original in ein Geschäft, immer ins selbe und das hat geheißen Furore. So. Die älteren Damen hier vielleicht, kurz, eine Befragung, das war nicht geplant. Hat es bei euch auch einen Furore gegeben? Ich weiß nicht, ob das nur in Wien ein Geschäft war oder ob das eine Kette war, wie der Sarah. Kennt irgendwer den Furore? Ja, also es war nur ein Geschäft. Gut. Okay. Ich habe mir gedacht, vielleicht war das der H&M, ich habe es nicht gekannt, aber ja, okay. Scheinbar war es nur ein Geschäft. In dieses Geschäft sind wir reingebirnt und Hosen kaufen. Und den Furore kann man sich so ein bisschen vorstellen, der hat den Charme gehabt von einer Backgarage. Also war sehr grau, sehr, sehr düster und am Boden war eingearbeitet so ein Glitzerstaub. Und ich habe als Kind nicht zu lange auf den Boden schauen können. Das hat sonst den gleichen Effekt auf mich gehabt wie Gameboy-Spielen hinten im Autobus. Also ich habe dann auch regelmäßig in den Furore reingespielt als Kind. Das war immer mein persönliches Highlight. Und ich kann mich noch erinnern, ich wollte eine coole Skaterhose haben und ich bin mit meiner Mutter wieder mal im Furore gewesen und das Problem war, die haben gerade gehabt Kordwochen. Ja, da war noch wer im Furore, sehr gut. Die haben gehabt Kordwochen und jetzt hat meine Mutter sich von der Verkäuferin so die neueste Trendfarben zeigen lassen in der Kordkollektion und das war so Ocker, dann so ein karottiges Orange und wirklich ein wirklich edles Operbraun.
Ja, die Hosen, die sich meine Mutter für mich ausgesucht hat, die hat drei, also alle drei Farben waren drinnen in der Hose, mit so Knieflicken. Und die Verkäuferin hat gemeint, dass die Hose echt peppig ausschaut. Ja. Und dann hat die Verkäuferin gemeint, vorne links sind die Kabinen, ich soll schnell in die Hose reinschlupfen. Meine Mutter kommt ja aus Serbien und hat sich da schnell eingeklinkt und hat gesagt, ma was für Kabine bitte, braucht man keine Kabine, das ist ein kleine Kinder, hallo. Na, ich war 12, mir war das wurscht, ich bin dort ausdirndelt im Furore, es war mir scheißegal. Dann habe ich eine geschwast in die dreifarbige Korthosen, sofort Sternerl gesehen, die war viel zu eng. Viel zu eng. Meine Mutter hat das gleich überprüft mit der sogenannten Hakenmethode. Ich weiß nicht, ob das wer kennt. Wenn er Kinder hat, dann nimmt man so den Finger und hakelt sie da seitlich ein beim Kind und zart an. Mir hat es dann gleich mal so einen Meter weiter. Soundeffekt, wow. Das habe ich nämlich nicht geprobt. Ja. Und mir hat es dann gleich mal einen Meter auf die Seiten gefetzt. Und dann hat meine Mutter der Verkäuferin mitgeteilt, dass die Hose ihrer Meinung nach zu eng ist. Sie hat gesagt: Juju, Chefitzer, hallo, schaust du? Ist kleine, bringst du bitte andere, ein bisschen größer. Mein Sohn ist ein bisschen dick. Die hat das auch erkannt, ne? Und da hat die Verkäuferin eine größere Hose gebracht, die hat jetzt oben gepasst, war aber unten viel zu weit. Der Schritt war viel zu weit unten. Ne? Also eh skatermäßig, aber Arsch, also nicht so, wie ich es haben wollte. Ja? Und meine Mutter hat auch das fachmännisch überprüft, indem sie mir beherzt in den Schritt gegriffen hat und gesagt hat, Juju, Chefitzer, hallo, jetzt ist ein bisschen große, jetzt ist schaust du selber, ja, jetzt ist ein bisschen große. Und die haben sich kurz angeschaut, die Verkäuferin, auf einmal greift man die auch einen Schritt und sagt, na, du wächst ja schon eine, der Bauer, geh, na geh. Die haben wir dann genommen, die Hose. Einfach, weil es der beste Kompromiss war zwischen viel zu groß und nicht das, was ich will. Ja, meine Mutter hat dann noch eine Eigenheit gehabt, beim Rausgehen hat sie noch einmal, wie beim Reingehen, alle Stände in der Frauenabteilung noch einmal durchgeschaut, falls sie beim Reingehen was übersehen hätte. Und oft waren wir so lange Korthosen kaufen, dass wirklich in der Zwischenzeit Saisonwechsel war. Also, ja. Apropos Saisonwechsel, mein Lieblingsjahreszeit, ich bin zu allem Übel auch noch starker Pollenallergiker. Meine Lieblingssaison und die Lieblingsjahreszeit ist der Winter. Da lässt die Natur gefühlt einmal den Würgegriff für ein paar Monate. Es wird jetzt immer weniger durch die globale Erwärmung. Und da kann man ein bisschen durchatmen. Außerdem als Wiener, da ist es länger finster, da kann man besser grantig sein. Also das ist auch ein Vorteil vom Winter. Und man kann Skifahren gehen. Und ich war letzten Winter Männerrunde Skifahren beim Gebirgsmitbewerber in der Steiermark. Leider nicht in Salzburg, ich werde es vorschlagen. Und wir haben so gehabt, eine urige Frühstückspension, Männerrunde. Und ja, ansonsten haben wir auswärts gegessen, zu Mittag und zu Abend haben wir auswärts gegessen und wir haben das Glück gehabt, wir haben direkt im Ort so ein kleines französisches Feinkostlokal gehabt. Das hat geheißen Broche Frais, spricht keiner Französisch, sehr gut. Es ist auf Deutsch auch oben gestanden, nah und frisch. Jetzt kennen wir es auf einmal, gell? Hätte man besser aufgepasst in der Schule. So. Ja, nah und frisch. Vielleicht waren wir auch dauerfett und haben uns einbildet, dass es ein Feinkostlokal ist. Es war ganz normal, nah und frisch, so ehrlich muss man sein. Ja, Leberkässemmeln waren aber à la Bonheur. Und, es war dann so, am letzten Abend waren wir Après-Ski. Ich habe mich gerade geduscht und ziehe an meine letzte saubere Unterhose. Auf einmal pumpert es bei mir an der Tür, ist der Crazy Chris. Ja, ich mache auf. Der heißt normalerweise Christoph Gräsinger, der hat das nichts mit Crazy Chris, aber wir nennen ihn Crazy Chris, vielleicht werden sie gleich drauf kommen, warum. Er geht so einen Schritt in den Türstock rein und teilt mir mit, dass er ein heikles Problem hat und ob ich ihm helfen kann. Er hat sich nämlich ein bisschen verkalkuliert beim Sachenpacken, er hat für die 7 Tage Skiurlaub nur 2 Unterhosen mitgenommen. Und er hätte sich jetzt über die gesamte Woche bei einer deutschen Touristin in einer aussichtsreichen Position vorgearbeitet. Und er würde gerne heute alles final unterschreiben, wenn ich verstehe, was er meint. Der hat bei der Allianz gekackelt, also der hat ein bisschen komisch gesprochen einfach. Ich habe gesagt, du, ist überhaupt kein Problem. Also ich bin seit 7 Jahren in einer Beziehung. Ich habe gesagt, überhaupt kein Thema, habe die Unterhosen ausgezogen. Ich habe gesagt, du brauchst die Schrittfrische deutlich dringender wie ich. Habe ihm die Unterhose gegeben und obwohl wir uns so lange kennen, war es dann doch ein schöner Moment, weil wir natürlich in dem Moment beide unten ohne waren, ne, und haben uns umarmt. Also es war so, war neu, hat mich kurz erschreckt, aber war dann doch angenehm. Ja. Sorge, dass wir die Unterhosen komplett vertauschen, nach Urlaub habe ich nicht gehabt, weil ich mache
seit jeher das so, dass ich bei allen meinen Unterhosen hinten einen extra Zettel eingenäht habe, wo drauf steht mein Name, meine Adresse, meine Telefonnummer und die Blutgruppe. Das wissen viele nicht, da schauen die Sahne als erster nach, hat mir mal wer gesagt aus dem Publikum. Ich hoffe, der hat mich nicht verarscht. Ja, aber das mache ich immer so. Schreibe ich rein und der Abend war wirklich super. Also der DJ hat Vollgas gegeben, hat gespielt. Öller Palömer Boys, Rigga Digga Ding Dong Song, Joanna, also wir waren Wachs in den Händen, das war super. Für den Crazy Grease ist auch super gelaufen. Die haben da schon so ernsthafte Vertragsverhandlungen gemacht auf der Tanzfläche, haben mich sehr gefreut. Und irgendwann, es ist schon wieder hell geworden, stehen wir vor der Disco und wir haben Hunger, alle. Ne? Und ich schlage vor, Branche Frey, ne? Klar, gehen wir hin zum Branche Frey, schauen wir, bieren wir hin. Kommen hin, ist das Ding natürlich zu. Ich sage MacGyver-mäßig, keine Sorge, ich bin erfahren im Lebensmitteleinzelhandel. Ich gehe einmal rund ums Gebäude und sehe, dass hinten der Lieferanteneingang, dass da die Tür noch angelehnt ist. Ne? Und ich mir dachte, na warte, Moment, ja, also wenn das nur angelehnt ist und wenn wir für alles, was wir essen, das Geld eh aufs Förderband legen, dann ist weder Einbruch noch Diebstahl. Also das habe ich nicht einmal googeln müssen, das habe ich auswendig gewusst. Ja. Und dann sind wir kleine und ich habe mich gleich zur Leberkäsebudel gestellt und habe für alle Semmeln gemacht. Und gerade wie ich der Deutschen eine geben wollte, also eine Semmel, ist wurscht. Das kann euch der Moderator dann erklären. Ja. Kein Problem. Wie ich der Deutschen eine geben wollte, bemerke ich, dass er sich mit dem Crazy Grease schon in die Gemüseabteilung zurückgezogen hat und da wollte ich natürlich nicht stören. Auf einmal rennt einer durch einen Lichtschranken, weil es ertönt ein irre Alarm. Uns reißt es komplett, wir rennen außer bei dieser Lieferanteneingangstür, zurück in die Unterkunft, ich mache die Zimmer dir zu, setze mich ins Bett, bin voller Adrenalin und schlafe sofort ein. Ich bin sehr gut im Einschlafen, also da kenne ich überhaupt nichts. Am nächsten Tag um 12 Uhr zu Mittag pumpert es an der Tür, sind es zwei Herren von der Polizei, sagen Michael Bauer und ich sage, ja, Blutgruppe 0 positiv. Hat der Crazy Grease meine Untergarten in die Gurken liegen lassen, bitte? Ich habe dann versucht, alles abzustreiten, habe gesagt, bitte, das war ich nicht. Hat er gesagt, ganz so lustig, Sie sollten Komiker werden. Die Anzeigen, die schicken wir an die Adresse in der Unterhosen, gell? Jetzt muss ich sagen, ich spiele einen Auszug heute aus meinem Soloprogramm, was frage ich auch so blöd. Und jetzt würde technisch ein Black kommen. Das habe ich aber mit dem Techniker absichtlich eigentlich nicht besprochen. Es ist so, dass es 3 Sekunden dunkel wird und 3 Sekunden hell wird. Ich habe das in München ausprobiert. Das ist sehr gut angekommen. Wenn ihr dieses User Experience haben wollt, macht es vielleicht kurz so. Und dann ist es wie ein Black. Also warum macht man das? Weil das, was ich jetzt erzähle, hat mit der vorigen Geschichte überhaupt nichts zu tun. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja? Werdet ihr es gleich sehen? Mit 16 Jahren habe ich eine neue Schülerin in meiner Klasse bekommen, die Melli. Da wäre Black super gewesen, oder, dazwischen? Genau, ist eine andere Geschichte, trotzdem stimmt's. Also, mit 16 Jahren habe ich eine neue Schülerin in die Klasse bekommen, die Melli. Und die hat etwas sehr Spezielles gehabt, was ganz was Besonderes. Und zwar hat sie mich ständig beleidigt und gleich danach hat sie gesagt, Spaß. Ja. Ich habe auch nicht gewusst mit 16, wie ich damit umgehen soll. Was macht man im Jahr 1999 mit dieser Information? Man kauft sich eine Bravo und schaut nach beim Dr. Sommer. Ja, richtig. Dort ist drinnen gestanden, dass das ein todsicheres Anzeichen dafür ist, dass sie auf mich steht. Aber zu schüchtern ist, um es mir zu sagen. Na gut, mit dem Wissen bewaffnet habe ich gesagt, nehme ich meinen ganzen Mut zusammen, gehe hin am Schulhof, geh zu ihr hin und sag, du Melli, wir haben ja nächste Woche Biotest, möchtest du da vielleicht gemeinsam lernen? Schaut sie mich an und sagt, da würde ich mir lieber die Pulsadern aufschlitzen. Spaß, wann magst du kommen? Und ich mir dachte, geil, die steht ja richtig auf mir, das ist ja Wahnsinn, die fliegt. Naja, am nächsten Tag war ich schon im Bus auf dem Weg zu ihr nach Hause, sie macht mir die Haustüre auf und teilt mir im gleichen Atemzug mit, dass ihre Eltern heute nicht zu Hause sind. Ich dachte, na super, Bulli, jetzt sind wir Stufe 2, jawohl. Ist mir dann spontan eingefallen, habe ich gesagt, du Melli, wollen wir dann gleich vielleicht in deinem Zimmer lernen, haben wir mehr Ruhe? Ist mir spontan eingefallen mit 16, ha? Mehr Ruhe. Geil, hat sie gesagt, da würde ich mir lieber Säure in die Augen schütten. Spaß, zweite Tür rechts, ich hole noch Getränke. War super, ne? Haben wir dann wirklich auch gelernt. Wir haben wirklich gelernt, das war super, bis am Nachmittag ihre Eltern zurückgekommen sind.
ihr Vater hat mich noch nie in seinem Leben gesehen, reißt die Kinderzimmertür auf und sagt, du hast 30 Sekunden Zeit, mein Haus zu verlassen. Spaß, bleibst eh noch bis zum Abendessen. Das war dann das erste Mal, dass ich die Fachkompetenz vom Dr. Sommer angezweifelt habe. Ich mir dachte, was ist, wenn die Melli und mich gar nicht wirklich auf mich steht, sondern die alle nur in der Familie Mordst und Bosch haben. Das kann natürlich auch sein. Zum Abendessen bin ich dann trotzdem geblieben. Todesangst schützt nicht vor Appetit. Ja, und die Mutter war auch sehr nett. Also die Mutter hat mir die Lasagne hingestellt und hat gesagt, wow, Michael, flotte Brille hast, wo hast denn die her aus der Klobrillenabteilung? Spaß! Nein, war super. Und nach dem Essen hat mich dann die Melli noch nach draußen begleitet und hat sich so beim zur Tür gehen und sie schon so mit den Haaren gespürt und hat gesagt, es war irgendwie voll schön der Abend, das hat ihr gut gefallen. Und ob wir vielleicht morgen gemeinsam telefonieren wollen. Und ich schaue es an und sage, da würde ich mir lieber Stricknadel ins Trommelfell rammen. Und dann hat es mich abgeschmust. Wahrscheinlich hat es geglaubt, das war ein Spaß. Ja. Wissen Sie, was mir wirklich Spaß macht? Gerade im Sommer, ich habe eine sehr kleine Wohnung, wenn mir so heiß ist in meiner Wohnung, stehe ich oft stundenlang bei mir ums Eck im Biller in der Tiefkühlabteilung und rühre mit beiden Unterarmen die Tiefkühlerbsen um. Sehr zu empfehlen. Kennen Sie bei den Vitrinen die Pickerl bitte zuerst aussuchen, die Ware, und dann erst kurz aufmachen? Möchte nicht angeben, aber ich bin der Erfinder. Wegen mir haben sie das gemacht. Der Marktleiter, der hat seine Sünden abbüßt, das war Wahnsinn. Naja, und vor ziemlich genau 7 Jahren stehe ich bei mir wieder mal im Biller, gehe zur Kasse in Richtung Kasse, die Unterarme noch leicht bläulich vom Umrühren. Und wen sehe ich da von hinten an der Kasse stehen? Meine Cousine, die Goritzer, richtig. Das hat noch nie wer erraten. Das ist immer wieder ein Kracher. Mir persönlich macht Spaß. So, meine Cousine, die Goritzer. Wir sind gemeinsam im Wohnpark Alderla im 23. Bezirk. Wow, das muss ich mir selber machen, weil sonst macht es immer irgendeiner. Da ist immer einer aus Alderla da. Dort wohnen 13.000 Leute. Und wir sind dort gemeinsam aufgewachsen, die Goritzer und ich als Kinder. Und haben als Kinder immer gespürt, erschrecken. Na, und immer doch, pass auf, die Gogi, die Schirsi. Die Schirsi. Ich habe mich angeschlichen von hinten, mit dem Mund ganz nah zu ihrem Ohr hin. Habe so von hinten an der Hüfte genommen, habe es aufgehoben und habe gemacht, buh! Der hat einen Blärer gemacht, das war ein Wahnsinn. Der ganze Biller, alle haben sich umgedreht, alle haben geschaut. Ich habe eine Gaude gehabt, habe sie oben gehabt, habe gelacht. Stell es hin, sie dreht sich um und ich habe die Frau noch nie in meinem Leben gesehen. Ich war mir zu 80% war ich mir sicher, dass es war. Und ein bisschen Unschärfe hast du immer drinnen. Es war mir hochgradig unangenehm. Ich habe die Dame dann gefragt, kann ich Ihnen vielleicht wenigstens in Einkauf zahlen oder was? Und sie hat gemeint, na, das nicht, aber sie bräuchte eine neue Unterhose. Es war Gott sei Dank nebenan ein Balmer. Sie hat dann so ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich habe gesagt, sie kann sich gleich ein Dreierpack Unterflözen nehmen. Also mir ist wurscht. Ja, und so habe ich vor 7 Jahren meine aktuelle Partnerin kennengelernt. Ja. Na, und das Schöne ist, je länger wir zusammen sind, desto besser wird die Beziehung. Also wir sind uns einfach so ähnlich in den Dingen, wo wir nicht komplett unterschiedlich sind. Ist auch einer zum Nachdenken. Bravo Salzburg, ich bin stolz auf euch. Ja. Sie ist zum Beispiel Sozialarbeiterin in Wien und ich bin das. Und deswegen entstehen oft am Abend, wenn man sich gegenseitig vom heutigen Arbeitstag erzählt, sehr absurde Situationen oft. Ne? Also ich war vor kurzem eingeladen bei einem Podcast, das war warum auch immer schon in aller Früh, irgendwann um 11 oder so. Und ein bisschen einen anderen Rhythmus. Und dann war es so gegen die Mittagszeit und ich war mir nicht sicher, wir waren schon fertig, ob ich jetzt einen Hunger habe oder nicht. Und ich mache das oft so, ich bleibe einmal auf Verdacht beim McDrive stehen, überlege mir dann, bestelle ich was oder bestelle ich nichts. In dem Fall ja, habe ich bestellt, wie meine serbische Mutter es nennt, Chicknacken. Habe einen Neiner Chicknacken bestellt, ne? Und wie ich das erste Chicknacken rausnehme und anschaue, habe ich mir gedacht, das gibt's ja nicht, bitte, das ist ja ein Wahnsinn. Schaut das Chicknacken aus, 1:1, wie der Dr. Alexander Van der Bellen. Das ist ein Wahnsinn, wirklich. Von der Stirn her, die Nasen, sogar Ausbuchtung für die Chick hat's gehabt. Das war, ich habe eine Business, hat sogar rauchig geschmeckt, wirklich. Es war unfassbar, ich habe das nicht ausgehalten. Ich habe gewartet, bis meine Frau nach Hause kommt, bin zu ihr hingelaufen und habe gesagt, Schatzi, du glaubst nicht, was mir heute Morgen in der Arbeit passiert ist. Dann schaue ich sie an und sehe, dass sie so ein 5XL-Leiberl anhat, so ein viel zu großes. Und ich sage, was ist mit dir passiert?
Und sie sagt, ja, das war arg. Ich habe heute so einen Auswärtstermin gehabt mit einem Klienten. Wir waren gerade unterwegs auf der Stadtautobahn. Auf einmal sagt er, ihm wird schwindelig, weil er sein Insulin vergessen hat zu Hause. Und ich habe mir dann gedacht, oh fuck, da müssen wir ins Krankenhaus. Dann bin ich über den Radweg Richtung Krankenhaus, habe die Ärzte informiert. Und die sind dann eh schon hinkommen und haben ihm dann die rettende Spritze gegeben. Und wie ich den Herrn halt rauszahle aus dem Auto, halte er sich so an mir fest, dass mir das Leiberl reißt. Und jetzt habe ich halt eins aus der Fundkiste angezogen. Aber ihm geht es absolut top, die Familie war schon bei ihm, es ist alles wieder gut. Die Ärzte haben aber schon gemeint, durch mein beherztes Eingreifen habe ich ihm wahrscheinlich das Leben gerettet. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Was wolltest du mir erzählen? Ich habe heute ein Chicken McNugget gegessen, was ausgehört hat wie unser Bundespräsident. Ah, und sie ist dann so süß, weil sie lässt sich dann auf mein Niveau herunter. Ja? Das ist wirklich entzückend. Sie zeigt ein Interesse und sie hat dann gesagt, komm, setzen wir uns auf die Couch, schauen wir uns die ganzen Selfies an, die ich gemacht habe. Das war super, großartig. Und wir sind dann irgendwann eingeschlafen und aufgewacht sind wir dann um 12:45, weil sich unser 16-jähriger Sohn mit dem Mixer eine Bananenmilch gemacht hat. Und wer wissen will, was dann passiert, der kommt zu mir ins Soloprogramm. Vielen Dank, Salzburg. War wundervoll.